Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ich freue mich, dass wir noch Videos machen dürfen, dass man das auch veröffentlichen kann und darf. Und ich hoffe, dass kein Rauschen heute drin gibt und dass man mich gut verstehen kann. Ich weiß nicht, warum das auf einmal so ist. Ich bin aber ganz fest, das zu nachzuforschen. Ich habe schon ein paar Änderungen gemacht, aber dennoch habe ich noch nicht ganz in den Griff gekriegt. Ja. Ich habe gestern ehrlich gesagt, also die letzten zwei, drei Tage, mir Gedanken gemacht, von was ich hier im Video reden soll, welches Thema ich betrachten soll mit euch. Und ich muss sagen, heute Nacht hat Gott mir die Gedanken auf ganz andere Ebene gebracht. Und zwar auch auf Thema Entrückung. Und er hat mir Parallele gezeigt, die ich bis jetzt so lang nicht so in Acht genommen habe. Aber ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Und das möchte ich euch mitteilen, weil ich denke, der Herr gibt uns nicht Gedanken nur, dass wir was besser wissen, sondern er gibt uns, dass wir das auch weitergeben. Und das will ich auch tun. Ja, meine Lieben, es geht mir auch darum, dass wir sicherlich im Thema Bibel nicht ganz einig sind alle. Und dennoch möchte ich da hinweisen, dass die, die den Geist Gottes haben, denen muss es bewusst sein, dass sie mit der Liebe Gottes erfüllt sind. Und mit der Liebe Gottes erfüllt sein heißt nicht, den anderen immer alles recht zu machen. Immer das sagen, was der andere hören möchte, was der andere sehen möchte. Und heißt auch nicht, ich muss dem anderen immer das geben, was er denkt, er will. Sondern wir müssen als Christen lernen, auf dem Geist in uns zu hören, und immer an der Wahrheit bleiben. Aber wir sollen keinen Streit eingehen. Der Geist Gottes ist nicht streitlustig, er hasst Streit. Und Paulus sagt auch, wenn ihr zürnt auch, wenn ich irgendwas zornig bin, sollen wir nicht sündigen dabei. Und die Sünde geht in Richtung Hass. Ich habe in dem anderen Video gesagt, in der letzten, also nicht in dem Gesang, sondern vorher, über Luzifer, dass Luzifer des Satan denkt wie ein Mensch. Und der Mensch denkt wie Luzifer. Und Luzifer ist ein Menschenmörder. Und all diejenigen, die nicht durch den Geist Gottes geführt sind, sind in der Lage zu verletzen. Und das ist das Frucht des Geistes in uns, dass wir lernen, nicht nachtragend zu sein. Wir lernen lieben, wir lernen vergeben. Und wenn auch ein Streit entsteht,
versuchen wir, das Streit zu abzulegen, zu ermahnen, zu erbauen, zum Gewinnen. Es sind Christen, Leute, Christen oder nicht Christen, weiß ich nicht, das weiß Gott selbst. Ich kann nicht urteilen drüber. Ich kann nur urteilen aus das, was gesagt wird. Ich kann prüfen, was für ein Geist aus dem anderen spricht. Aber wisst ihr, wenn ich in Öffentlichkeit jemanden runterziehe und zum Nichtsnutz mache und zum Dumm und Blöd und was auch immer, dann merke ich, dass das mit dem Geist Gottes nicht viel zu tun hat. Deswegen bitte ich auch, wenn jemand das nicht gefällt und nicht einstimmig ist mit das, was ich auch sage, dann soll er einfach weitergehen. Er soll es prüfen und wenn es nicht einstimmig ist, soll er einfach weitergehen. Um selbst eine Sünde zu vermeiden. Eine Sünde, die vielleicht schwerwiegend sein könnte für uns selbst und für den Person selber. Wir sind nicht da, um die Welt zu richten, meine Lieben. Wir sind da, um das Licht Gottes in uns brennen zu lassen, dass auch die in Finsternis das Licht sehen können und diesen Weg nachgehen. Ja, das Thema Ende der Welt und Entrückung ist ein großes Thema, das wissen wir, das haben wir schon öfters besprochen. Das haben wir auch nicht nur durch meine Videos erfahren, sondern durch zigtausende Videos auf YouTube, Zeitungen, Fernsehen und so weiter. Auch die Natur spricht dafür, Israel auch. Alle Zeichen sprechen darüber. Ende der Welt, das Reich Christi kommt. Jesus Christus kommt und natürlich, das sind sehr viele unterschiedliche Meinungen und das ist auch gut so, denke ich mir. Ja. Ich habe für heute mir ausgewählt wieder ein Gleichnis, das Gleichnis des 10 Jungfrauen, was in Matthäus 25 ab Vers 1 besprochen wird. Und ich möchte das mal auflesen, ab Vers 1, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihre Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihren Lampen. Die Törichten aber sprachen zum Klugen, gebt uns von euren Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns.
Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst wie weder den Tag noch die Stunde. Meine Lieben, in diesem Gleichnis ist es so, dass es geht um den Reich der Himmel. Und wenn es hier über die 10 Jungfrauen gesprochen wird, wird es nicht über das Leib Christi gesprochen. Es wird nicht über die Gemeinde gesprochen, die in der Gnadezeit, nach der Gnadezeit entrückt wird. In keinem Fall. Erstens, es ist so, dass hier die Jungfrauen nahmen ihre Lampen und die mussten sich das Öl selbst besorgen, kaufen. Das ist schon für mich ein Hinweis über den großen Drangsal des ersten 3,5 Jahren, wo das Zeugnis Jesus wirken wird, wo auch in Offenbarung 7 deutlich geschrieben ist, sie werden ihre Kleider selbst im Blut Christi waschen müssen. Das Leib Christi ist ganz anders. Paulus sagt es deutlich. Wir sind durch Glauben errettet worden und durch diesen Glauben, was auch aus Gott uns geschenkt worden ist, was auch nicht unser Erstreben ist oder Weisheit ist, wird uns das Geist Gottes als Begleiter geschenkt, gegeben. Das müssen wir nicht erwerben, erkaufen, sondern er ist uns zugeschickt, zugegeben worden. Und dieser Geist Gottes, und dafür müssen wir dankbar sein in unserem Herrn Jesus Christus, dass das uns ermöglicht hat und dass es so gewaltig in der Liebe ist, dass er das mit uns getan hat. Durch den Geist Gottes ist das Reich Gottes in uns, in der Leib Christi. Hier haben die Jungfrauen keinen Öl. Es sind keine Bräute, sondern Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Sie gehen in die Hochzeit ein, aber nicht in die Hochzeit, eigene Hochzeit rein. Und das Leib Christi ist nicht in Mehrzahl. Es ist eine Jungfrau, aber es ist nicht nur als Jungfrau zu betrachten, sondern es ist die Braut selbst. Und das ist großes Unterschied, was wir verstehen müssen. Sonst ist Entrückung tabu. Und da wirst du auch nicht entrückt, weil du das nicht annimmst. Du gehörst dann gar nicht dazu. Das Leib Christi wird von dem Geist Gottes bewohnt und das Geist Gottes tut es leiten, vorbereiten, beschmücken und so weiter und so fort. Man kann den Geist Gottes nicht kaufen. Man kann es aber dämmen. Und hier müssen die Jungfrauen, die keine Bräute sind im Sinne des Wortes hier, sich Öl kaufen.
Aber ich möchte da auch Parallele zu uns ziehen. Aber bevor ich da hier in diese Parallele eingehe, möchte ich andere Parallele aufbringen. Es ist hier für mich das Auslösend dieses Thema war dieses Vers 6 um Mitternacht, aber entstand ein Geschrei um Mitternacht. Und wir wissen, bei der 10. Plage in als das Volk Israel, bevor das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt worden ist, wurde am Mitternacht ist der Engel gekommen und hat die Erstgeborenen dessen getötet, die nicht an den Pfosten das Blut hatten. Und da gab's ein Geschrei. Was meint ihr, wie das Volk geweint hat? Was für ein Geschrei war. Aber erstmal lasst uns was anderes sehen. Und zwar, als Moses geboren worden ist, Moses berufen als der Erlöser Israels, als der Retter Israels aus der Gefangenschaft Ägypten. Mose war damals der Prophet, der Israel aus der Gefangenschaft Ägyptens rausgeführt hat in das Neuland. Und Jesus Christus, das sagt Mose selbst, es wird ein größerer Prophet als ich kommen, auf dem sollt ihr hören. Und Jesus kam ähnlich wie Mose auf der Welt. Nur aus Gott geboren, durch die Frau. Und Jesus Christus hat dann seine Gemeinde, später wird er natürlich, später, das ist noch nicht gekommen, wird er sie in seinen Reich, weil Jesus sagt, wir sind nicht aus dieser Welt. Und wir sind hier nur Pilger, deswegen waren die Juden auch keine Ägypter. Die Juden waren keine Ägypter, die gehörten nicht zu Ägypten. Und so gehören wir auch nicht in dieser Welt. Und jetzt sollen wir mal sehen, mal Parallelen. Als Mose geboren worden ist, kurz bevor kam vom Pharao das Befehl, dass jeder junge männliches Kind muss getötet werden. Wisst ihr, was für ein Geschrei damals auch war? Und mit was für ein Angst gelebt worden ist, als ein Junge zur Welt kam. Jemand, der schwanger war, musste in Angst leben. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Und wenn ein Junge ist, was mache ich? Und aus Glauben hat die Mutter Moses den Mose auf den Nil gesetzt. Und wer ist da, den Mose aus dem Wasser zieht? Das ist auch sein Name, aus dem Wasser gezogen, Moses. Die Tochter Pharaos. Also, Moses wurde errettet durch Ägypten. In Ägypten, durch Ägypten. Das hat Gott gewirkt. Als Jesus geboren war, hat Herodes den Befehl gegeben, jeden Kind unter 2 Jahren, jeden Jungen zu töten. Und da war ein Geschrei nach der Geburt Jesus. Und wohin flieht Jesus?
mit durch seine Eltern natürlich, nach Ägypten. Es war ein Geschrei. Als die Erlösung Israels kam auf dieser Welt, als die Erlösung der Gemeinde kam auf dieser Welt. Ein gewaltiges Geschrei. Es ist so, dass Leib Christi hat angefangen, der Samen wurde gelegt nach der Auferstehung Christi. Aber das Leib Christi ist dann vollkommen als eine Einheit, wenn die Zahl der Nationen erfüllt ist. Und in dieser Zahl der Nationen sind auch Juden mit drin. Weil in Christus sagt Paulus deutlich, es gibt kein Jude, es gibt kein Grieche. Also es gibt kein Israel und es gibt keine Nationen in sich, sondern alles sind Nationen. Und wenn diese Zahl der Nationen komplett ist, wenn das Leib Christi komplett ist, ist das Braut Christi geboren. Und in Offenbarung 12,1 sehen wir, dass dieses Kind wird mit Wehen entbunden, und als das Kind kommt, ist der Drache präsent, um dieses Kind zu verschlingen. Die Frau muss in diesen Angstzustand ihren Kind zur Welt bringen, weil der Drache ist vor ihr. Das lesen wir in Offenbarung 12. Aber als das Kind geboren wird, muss sie nicht nach Ägypten fliehen, sondern wird persönlich von Gott zu seinem Thron entrückt. Und das Verschlingen der Gemeinde Christi sehen wir heute mit unseren Augenlieben, meine Lieben. Als Moses kam als erwachsener Mann, von Gott geschickt, Israel rauszuholen, und Pharao will das nicht zulassen. Bei der letzten Plage sind zwei interessante Sachen, worüber ich schon mal in einem Video gesprochen habe. Das eine ist das Essen des Lammes und des Passa für die Juden. Dann die Vorbereitung dadurch, dass man den Pfosten des Türrahmen mit Blut beschmieren muss, um zu vermeiden, dass das Engel jemand in das Erstgeborene tötet in dem Haus der Juden oder dessen, der nicht mit Blut beschmiert hat die Tür. Und das andere war das Umgürten des Länders, Stock in der Hand bereit zu gehen. Und dann kommt in dieser Mitternacht zwei Sachen. Das erste war das große Geschrei mitternachts im Hause Pharaos. Das zweite ist der Erlass
der Juden zu gehen. Und glaub mir, meine Lieben, dass auch die Entrückung der Gemeinde, was wir heute auch sichtbar sehen, wird auch in großes Geschrei dieser Welt vor sich bringen. Das Auftritt des Antichristen kurz danach der Entrückung hat bestimmte Voraussetzungen im Voraus. Das heißt, bevor er auftreten will, wird es etwas Schlimmes passieren. So genau wissen wir das nicht. Aber Gott wird das Gericht über die Menschheit bringen. Und vor diesem Gericht wird die Entrückung kommen und gleichzeitig wird auch für die Zurückbleibenden ein Schrei sein. Und das unerwartet. Ganz unerwartet. Jesus Geburt, haben wir schon davon gehört und gesprochen, war begleitet mit dem Stern Bethlehem. Das Geburt des Kindes ist auch von den Zeichen am Himmel, was wir am 23. September erlebt haben, durften wir sehen. Natürlich sind Leute, die bestreiten es, ich glaube dran. Ich glaube dran, weil erst als Johannes der erste Zeichen gesehen hat, die Jungfrau, die hat aber noch nicht entbunden. Dann kam das zweite Zeichen und erst als das zweite Zeichen kam, das rote Drache, ist die Entbindung losgegangen und gleichzeitig die Entrückung des Jungen. Also beide, die Entrückung und Auftritt der Drachen ist sehr gleichzeitig. Und das nehmen viele nicht ernst. Das Geburt Christi und das Geburt des Leibes Christi. Im Pfingsten damals, nach der Auferstehung, als der Geist Gottes kam, das war genau dasselbe wie bei Maria. Als der Engel gekommen ist und ihr verkündigt hat, dass der Geist Gottes wird sie befruchten. Und so hat auch Jesus gesagt bei der Himmelfahrt, bevor der Himmelfahrt, er hat gesagt, ihr sollt warten, bis der Begleiter kommt und euch befruchtet. Das war eine Befruchtung, wie in Maria Leib Jesus damals entstand, befruchtet wurde oder wie man es so sagt. Aber erst nach 9 Monaten ist er geboren worden. Und das Leib Christi braucht auch seine 9 Monaten, bis er vollkommen ist, entbunden wird, entrückt wird und dann gibt es die Hochzeit. Es gibt die Hochzeit mit dem Bräutigam Christus. Ja, darüber kann man sich streiten. Ich will nicht streiten mit niemand. Jeder soll denken, wie er will drüber. Das ist meine Meinung. Das ist meine Auffassung aus dem Wort Gottes.
So, jetzt lasst uns wieder zurückkommen an den 10 Jungfrauen. Wir haben gesehen, hier sind 10 Jungfrauen, nicht 10 Bräute. Und wir wissen, dass das Leib Christi eine Jungfrau ist, im geistlichen Sinne, die teuer erkauft ist, die erfüllt ist mit dem Geist Gottes vom Gott aus Glauben, was man nicht erkaufen kann, sondern man kriegt sie als Geschenk, als Begleiter. Und der Geist Gottes ist das, was die Wiedergeburt in uns vollbringt, die Erneuerung unserer Sinne vollbringt. Und Paulus schreibt uns auch, wir sollen nüchtern und wach bleiben. Das heißt, wir sollen immer Ohr sein auf das, was der Geist Gottes uns sagt. Da ist geschrieben, dass die Jungfrauen eingeschlafen sind, weil sich der Bräutigam verspätet hat. Und meine Lieben, es ist tatsächlich so, dass wir merken heute ein Schlafen des Christentums. Ein nicht nüchtern sein. Es wird immer weniger das Wirken des Geistes gesehen als Frucht der Liebe hier auf der Erde. Es wird alles geglaubt, nun nicht mehr das, was der Geist denn uns gesagt wird. Man wird nach alles geahmt, nach Macht und Kraft und Ehre und Herrlichkeit, nun nicht nach Demut und Güte und Liebe. Es ist eins im Finsternis wandeln, es ist in Mitternacht. Und das Geschrei ist ein lauter, alarmierender Ton, was wir so heute auch erleben, durch das, dass wir sehen, wie Israel sich entwickelt. Wir sehen die politische Lage, wie sich es entwickelt. Wir sehen die Naturkatastrophen. Wir sehen die Gemeinde in sich, also nicht mehr als Gemeinde, fast würde ich sagen, weil was ist heute noch schon Gemeinde? Weltreligion ist mehr. Die einzelnen gestreuten Glieder Christi, die hier auf der Welt leben, das ist noch die Gemeinde, wo ich meine. Die hier und da einzeln leben, und Gemeinschaft haben dürfen, vielleicht in Skype oder im YouTube oder in Facebook oder in kleinen Kreisen zu Hause. Und in dieser Warterei schlafen auch die weisen Jungfrauen ein, aber die sind gewappnet. Und Paulus sagt uns auch, wir sollen immer wach sein. Wir sollen immer wach sein. Wir sollen nicht schlafen. Das erste Sache, was zum Beispiel über die Leib Christi nochmal hier aus dem Bibel sagen möchte, lesen möchte, ist aus der Epheser 5,
Das sagt Paulus in Vers 16, kauft die rechte Zeit aus. Und die Tage sind, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht auch nicht mit Wein, worin Aufschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Loblied und geistliche Lieder redet und den Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Also es sagt, kauft die rechte Zeit aus. Das heißt nicht kaufen des Geistes oder des Öles, sondern ihr sollt gerade in dieser Zeit die Gemeinschaft mit dem Geist Gottes stark haben, indem auch reichlich in uns das Wort Gottes wohnt. Aber auch in Vers 20 sagt alle Zeit für alles Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Vers 20. Und indem ihr zueinander Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Das heißt, ich bewahre den Glauben, was mir Gott geschenkt hat. Ich pflege meinen Glauben, was Gott mir geschenkt hat. Und dadurch kaufe ich die rechte Zeit aus, weil die Tage böse sind und mir das auch bewusst ist heute, dass die Tage böse sind. Und ich versuche alles zu vermeiden, was mich aus der Nüchternheit des Wortes mich wegbringt. In der Galater 3, Vers 1, ab Vers 1 möchte ich mal was lesen. Das sagt, unverständliche Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich euch von euch wissen, habt ihr den Geist aus Gesetzen werken oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt in Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist, denn der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzen werken oder aus der Kunde des Glaubens. Bei den Jungfrauen haben sie Öl kaufen müssen. Und hier wird uns deutlich gemacht, dass das Leib Christi, Vers 5, der euch nun den Geist darreicht, er gibt es euch umsonst. Ihr müsst nicht auf den Marktplatz gehen, sondern es wird durch den Glauben euch dargereicht werden. Es wird es dargereicht werden. Und in 1. Korinther, das sagt auch zum Beispiel Vers 13, 1. Korinther 12, Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, das zeigt, dass auch die Juden jetzt zu Nationen gehören, auch wenn Israel jetzt schon entstanden ist. In der Gnadezeit gibt es kein Israel und Nationen. Es gibt nur eine Einheit. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also die sind mit dem Geist getränkt. Es wurde ihnen gegeben. Es wurde ihnen
geschickt, sie müssen nicht auf den Markt gehen einzukaufen. Und deswegen weiß ich, dass diese 10 Jungfrauen diejenigen sind, die in den großen Drangsal in der ersten 3,5 Jahre reingehen. Und die werden als Gäste dann in diesen Hochzeit reingehen, wer reingehen wird. Aber die werden das Öl erkaufen müssen. Offenbarung 7 nochmal, sie werden ihren Kleider in das Blut Christi selbst waschen müssen. Und deswegen sagt auch in 1. Korinther 12, 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Das heißt nicht viele Jungfrauen, sondern Glieder, sagt hier. Und das ist das Zahl der Nationen, der in diesem Leib erfüllt ist. Und wenn das erfüllt ist, dann ist das Kind bereit zur Geburt und es wird entbunden. Und wenn es entbunden wird, was auch jetzt in den jede Zeit passieren kann, dann ist das abgeschlossen und die Gnadezeit ist tabu. Und die Gnadezeit ist tabu. Ja, es kam um Mitternacht das Geschrei. Und es Mitternacht und das Dieb in der Nacht ist auch das Zeichen aus der Offenbarung, die Stunde, die man nicht kennt. Paulus sagt uns ganz deutlich, wir sind nicht Kinder des Finsternis. Und vergisst es nicht, das andere, was deutet auf unsere Wissenheit, ist das, dass der Geist Gottes uns die Geheimnisse Gottes auch verkündigt, offenbart. Paulus sagt es deutlich, wir sind nicht Kinder des Finsternis, sondern Kinder des Lichts. Uns kann das nicht überraschen. Der Geist Gottes zeigt uns, weil das Geist Gottes sehnt sich und Gott sehnt sich nach dem Geist. Das ist geschrieben. Und wir seufzen und sehnen uns auch aus diesen fremden Welt nach Hause zu gehen. Meine Lieben, das ist nicht unsere Welt. Deswegen lasst euch nicht von dieser Welt gebunden halten. Durch nichts, sei es Geld, sei es Macht, sei es ihr Lehren, egal was, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Der Bräutigam kommt für uns, so wie Paulus in 1. Korinther 15 und im Thessalonikerbrief das beschreibt, auch im Philipperbrief schreibt er es ganz deutlich. Ja? Und vielleicht werde ich das mal noch vorlesen, bevor ich hier dann zu Ende komme. In Philipper 1, Abvers 6, sagt Paulus, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, also ein gutes Werk, der in euch angefangen hat,
Und nicht geschrieben und nirgendwo steht geschrieben, dass ihr ein gutes Werk angefangen habt für Gott oder in Gott. Sondern Gott hat das in uns angefangen. Und darauf müssen wir ein Ohr haben, ihn glauben. Also noch einmal, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag, und da bitte nachlesen, Christi Jesus. Bis auf den Tag Christi, wenn Christus für uns kommt, wir warten nicht den Jesus, der für Israel kommen wird, sondern den Christus, den Lamm Gottes, unser Bräutigam. Und das schreibt er zweimal in denselben Kapitel. Wenn ihr in Vers 10 lest, ab Vers 9 lese ich besser, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unausstößig seid auf dem Tag und schon wieder Christi. Auf dem Tag Christi. Und das ist bewusst geschrieben. Gott hat uns das Glauben geschenkt. Er hat uns das Geist geschenkt. Er schenkt uns auch das, dass er uns in diesen Werk vollbringt in uns durch den Geist. Er bereitet uns vor, diejenigen, die zum Leib Christi. Und meine Lieben, gerade das will der Teufel erreichen, deinen Glauben wegzunehmen. Erstens, Christus kommt nicht mehr. Es sind schon 2000 Jahre vergangen. Jesus Christus kommt. Der Tag Christi, wie er in Philippus schreibt, kommt. Lass dein Haupt nicht neigen. Dann will er dir wegnehmen, dass du gar kein Kind Gottes bist. Er will dein Vertrauen bringen, du bist halt in Sünde noch. Und das ist selbstverständlich, solange wir in den Leib leben. Und davon will ich noch ein Video machen. Extra, das will ich jetzt hier nicht besprechen. Aber Gott vollendet ihn. Gib nicht den Glauben auf, weil durch den Glauben hast du den Geist Gottes. Durch den Glauben bist ein Kind Gottes. Glaub fest daran und lass niemanden an diesen Glauben rütteln. Niemanden. Weil du bist ein Kind Gottes. Und lasst uns wirklich, wie Paulus hier sagt, im Vers 9 nochmal, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Eure Liebe. Und diese Liebe ist auch in Erkenntnis und in Einsicht meiner Person, meiner Situation, des Wortes Gottes, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Das wäre das Wichtige. Und es kommt nicht darauf an, wer der Antichrist, wann der Antichrist kommt. Es kommt nicht darauf an, ob wir das Offenbarung verstehen oder das Alte Testament deuten können. Sondern es kommt darauf an, dass ich ein Kind Gottes bin und ich will vorbereitet Herr sein, wenn du kommst, mich abzuholen. Weil es kommt darauf an, dass ich nicht aus dieser Welt bin, sondern meine Heimat ist oben im Himmel, beim Gott. Und ich habe den Stock in Hand her, ich bin bereit zu gehen, hol mich ab. Die 10 Jungfrauen warten auf den Bräutigam nicht, dass sie abgeholt werden, sondern dass der Bräutigam eingeht, die Tür öffnet sich, dann kann man rein zur Hochzeit und dann
Wer reingegangen ist, macht man die Tür zu und dann kommt niemand mehr rein. Aber wir werden abgeholt. Wir werden abgeholt. Und das ist ein Unterschied. Möge Gott uns geben hier Weisheit, dass wir das verstehen. Und dass wir unsere Freude nicht verlieren. Lasst uns im Psalmen Loblieder in unsere Herzen Gott loben und preisen und verherrlichen. Und lass niemand den guten Samen, den Glauben, das Vertrauen dir wegnehmen. Aber bleib in der Erkenntnis und in der Einsicht und prüfe, was wichtig ist. Gott segne uns alle. Und seid bereit, Jesus kommt bald wieder, egal was die anderen es sagen. Er kommt bald, der Tag Christi ist bald da. Und darauf ein Halleluja.